schön. Der Musikverein Hofkirchen lädt heuer erstmals zum Bezirksmusiker Gschnaas ein. Wie kam es dazu? Wir feiern heuer unser 145-jähriges Bestehen und da dürfen wir das Bezirksmusikerfest ausführen im Sommer, aber jetzt im Winter starten wir mit dem Bezirksmusiker Gschnaas und da eröffnen wir das Jubiläumsjahr. Ja, und welchen Steinbock habe ich da neben mir sitzen? Das ist unser Maskottchen, der Gustl, und den nehmen wir jetzt schon 2 Jahre mit. Das ist unser Maskottchen eben zum Herzeigen und zum Werbung machen für unsere Veranstaltungen. Warum ist das Bezirksmusikfest heuer in Hofkirchen? Ja, im Jahr 2010 gab es eine Verlosung über die Bezirksmusikfeste im Bezirk Kirchen. Dafür wurde Hofkirchen für 2018 ausgewählt, aber es sind Kriterien, dass man ein Bezirksmusikfest bekommt, dass man ständig an der Konzertwertung, Marschwertung teilnimmt und dass man sich an Fort- und Weiterbildung betätigt. Und da ist der Musikverein Hofkirchen unter ihrem Kapellmeister Franz Wachelmeier hervorragend. Welche Highlights gibt es noch bei euch? Ja, wir haben verschiedene Bars, Weinbars, Schottbar mit eigens kreierten Getränken und auch noch eine normale Bar. Und Highlights waren natürlich auch die Eröffnung, also von die Bechereinlage und auch der Tanz der Garde. Ja, und wir machen uns jetzt auf die Suche nach den besten Verkleidungen. Du hast eine ganz tolle Verkleidung. Das schaut irrsinnig aufwendig aus mit den Krakenfüßen. Was hast du da gemacht? Wir haben einfach Strumpfhosen ausgestopft mit Füllmaterial und so kleine Muffinsförmchen aufgeklebt. Genau, und die Hühe haben wir ja aus dem Internet. Ich habe gehört, ihr sucht das 7. Zwergerl. Welche Anforderungen steht an das? Naja, es sollte relativ groß sein, ne? Ein wenig ein Bart erfahren haben, so wie wir halt alle, ne? Alle wenig. Und ja, Anforderungen muss er nicht recht viel haben. Eine Garde sollte man mit einem haben. Garde sollte man auf alle Fälle haben, ja. Habt ihr mehr zu 7 dann, ne? Männlich sollte er vielleicht sein, ne? Also habt ihr mir jetzt ja ganz schön um den Finger gewickelt. Was habt ihr heute vor damit? Ja, wir möchten heute ein wenig am Berg besteigen. Dann haben sie gedacht, heute besteigen wir mal die Hofkirchner. Wir haben beim Wunschkonzert eigentlich schon mal so eine Klosett-Aufführung gehabt. Und gestern haben wir Weihnachtsfeier gehabt bei der Musi. Und dann haben wir jetzt so die Idee gehabt, dass wir vorhin nicht auch mitgehen konnten. Aber das Klofahren war halt dann nur lustiger eigentlich. Das ist kein Putzmittel, oder? Nice, aber es hat desinfizieren. Krank werden wir nicht mehr im Bezirk Christkirchen. Was gibt es bei dir heute kurz zum Essen? Ein Pulled Pork Burger mit Pommes. Voll genial, weil normalerweise gibt es sowas nicht am Festl, sondern nur so ein stinknormales Leberkassemmel. Also wirklich genial. Also ich glaube, jetzt haben wir alle Bock auf Fasching, oder? Absolut Bock drauf.